und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Sparta. Ja, und diese Runde werden wir uns bisschen, ja, die spartischen, wie auch immer, Mythen anschauen. Ich habe das jetzt so gemacht, und zwar, ich mache das jetzt als Voice-Over. Weil das schon ziemlich viel Stuff ist und deswegen habe ich ungefähr so eine halbe Stunde Gameplay aufgenommen und quatsch da jetzt einfach darüber. So, also in diesem Gefecht oder in dieser Folge wird es zwei Gefechte geben. Da werde ich dann nicht über die spartanischen Mythen reden, weil da, das lenkt nur ab. Genau, hier überlege ich gerade, was am besten gerade ist. Warte. So, muss ich kurz rülpsen. So, gut, also während der Vergangenheitstobi, überlegt, was er da macht. Letzte Folge haben wir ja die ganzen Mythen bzw. die Wahrheiten, die geglaubten Wahrheiten angeschaut. Und genau, heute schauen wir uns an, was daran wahr ist und was falsch ist. Gut, und zwar, der letzte Stand bei den Thermopylen ist ja so das Paradebeispiel von spartanischer Aufopferung und die haben nie sich nie zurückgezogen und so weiter. Aber die Verteidigung bei den Thermopylen war nie als Selbstmordmission geplant. Ja, es war eigentlich geplant, dass der Pass noch durch einige weitere Armeen von Sparta, nee, nicht von Sparta, sondern von Griechenland gedeckt wird, geschützt wird. Und so wie zum Beispiel beim Film 300 war es auch nie, bei dem Pass wurde eine Mauer gebaut, also eine wirkliche Mauer. Genau, also, es waren 20 mal mehr Griechen als Spartaner und, am Anfang der Schlacht und am Schluss viermal so viele wie Spartaner, als sie dann geflohen sind. Sparta gegen Athen, der Krieg mit Sparta gegen Athen war ja so, dass zwei Bünde entstanden sind. Also der wie hieß der nochmal? Ah, verdammt, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Der Peloponnesische, glaube ich, Bund, das war Sparta, und der Athenische Bund war natürlich Athen. Und die Schlacht versuche ich einfach mal, das brauche ich eigentlich nicht kommentieren, das ist die Taktik wie immer und naja, Spartaner, ne? Gut, also Sparta hat war am Anfang ziemlich schlecht dran. Das lag daran, dass Athen die Hoheit auf dem Wasser hatte, also die Meerhoheit, die Flottenhoheit. Und dann wurde Sparta von den Persern bezahlt bzw. unterstützt. Und dadurch konnten sie eine große Flotte aufbauen und letztendlich haben sie dann die Athener besiegt. Und da hieß es auch immer so, ja, Sparta gewinnt natürlich und
stärkste Krieger, aber naja, die Spartaner wurden sehr, sehr krass unterstützt. Und genau. Spartas Gesellschaft wurde auf der Sklaverei gebaut, das stimmt. Aber die Spartaner wurden nicht für den Krieg geboren. Das war ein Mythos. Und darauf kommen wir dann später. Genau, die meiste Zeit der Geschichte waren sie eher wegen ihrer Politik als für ihre militärischen Erfolge bekannt. Und warum das so war, Sparta hatte eine Zweikönig-Politik. Und das war auch sehr, was der KI wieder macht, ne? Also einfach den General, die Kavallerie in eine Phalanx rein oder in eine Hoplitenwand rein. Gut, genau, die Spartaner waren für ihre Politik als für ihre militärischen Erfolge bekannt. Das Image der Spartaner wurde politisiert und romantisiert. Und die Blütezeit war natürlich, der Kampf gegen Perser. Genau, aber das ist halt gerade momentan der Salat, in dem wir uns befinden. Und viele Geschichtsbücher und Historiker halten noch an der romantisierenden Darstellung fest. Also es ist nicht hundertprozentig klar, dass die Spartaner so die krassen Kämpfer waren, und es ist auch nicht klar, dass die Spartaner es nicht waren. Also da scheinen sich die Geister immer noch, aber die Tendenz führt immer weiter von diesen romantisierenden, heldenhaften Spartaner weg. Und nicht zuletzt wegen den letzten Funden. Und zwar, also ein bisschen Geschichte. 10. Jahrhundert vor Christus entstand Sparta. Und 8. bis 7. Jahrhundert vor Christus, eroberte Sparta Messenia und Laconia. Entschuldigung wegen der Aussprache, ich kann kein Griechisch, aber ja. Gut, also. Die Spartaner eroberten zwei Stadtstaaten, und dann fing das mit ihrer, Wirtschaft an. Dadurch entwickelte sich der Staat, also die Heloten waren die Sklaven, Perigioki waren die freien Bürger, nicht die Bürger, sondern die freien Nichtbürger, so. Ist ein bisschen kompliziert, aber das waren nicht die Sklaven, aber nicht Bürger. Die waren so zwischendrin. Und dann gab es die Spartiaten. Und das waren Spartas Bürger. Und die Eroberung war das Ergebnis der zahlenmäßigen Übermacht Spartas und nicht der Waffenkraft. Also die Eroberung von Messenia und Laconia. Das ist nördlich von Sparta. Ja, ist ja klar, südlich ist ja das Meer. Gut, Peloponnesischer Bund. Ah, ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Sparta zwang viele Verbündete zu ungleichen Bündnissen. Also, war es von Anfang an klar, dass Sparta der Boss war in dem Bündnis. Das heißt, folge Sparta, wo auch immer Sparta sagt, wohin du gehst. Und dann kam es zu einem interessanten Kampf. Ich habe ja schon letzte oder vorletzte Folge ein bisschen gespoilert, dass Argos eher für die Krieger bekannt war und Sparta für die Frauen. Und Argos hat mal gegen die Sparta gekämpft, also das war die Schlacht der Champions. Und sie wollten keinen großen Krieg, deswegen haben sie die 300 besten Hopliten auf jeder Seite aufgestellt.
Und am Ende haben die Argosianer. Ich weiß nicht, aber Argos? Argosianer. Ja, schon, oder? Also die Argosianer haben dann gewonnen. 2-1. Also am Ende stand noch ein Spartaner und zwei Argosianer und dann haben sie Schluss gemacht und gesagt, ja, okay, passt. Genau. So viel mal kurz, ganz kurz angeschnitten die Geschichte. Und jetzt kommen wir mal zu den Thermopylen. Da gibt es auch sehr viel hin und her und vor und zurück. Es war eine gemischte Gruppe aus 7000 Kriegern. Und die hielten den Pass, bis der Rest der griechischen Armee eintraf. Beziehungsweise bis sie eintreffen sollten. Aber die Perser kamen früher als erwartet und viele der 7000 Krieger wollten fliehen. Und es waren die Pokians und die Lokrians, nicht die Spartaner, die die anderen überzeugt haben, zu bleiben und zu kämpfen. Und dieser Stand, dieser Last Stand quasi, wird halt total den Spartanern zugeschrieben, aber war halt nicht so. Gut, Pokians und Lokrians wollten bleiben und haben dann Leonidas überzeugt. Und der machte dann auch den Anfang von denen, die sich zurückziehen wollten und blieb. Und als die meisten gesehen haben, oder als die Griechen gesehen haben, dass der spartanische König, bleiben wollte, blieben dann auch viele andere. Aber genau, Leonidas machte einen richtigen Zug und zwar schickte er sofort nach Hilfe. Okay, als der Pass der Perser verraten wurde, zogen sich die Griechen zurück, also der Schleichweg quasi, der in den Rücken der Verteidiger führte. Und die Griechen zogen sich daraufhin zurück. Und 700 Thespians und 400 Thebans und die 300 Spartaner blieben. Wir wissen natürlich nicht, was Leonidas dazu bewegte, jetzt zu bleiben, aber die Verteidigung der Thermopylen bis zum Tod zu verteidigen entwickelte sich zu einer der größten Propaganda-Operationen der Geschichte und in der Welt. Und bekam schnell eine symbolische Wirkung. Und was die Spartaner daraus gemacht haben, war super. Also das war richtig genial. Weil ihr König gestorben ist, also beziehungsweise bei den Verteidigern bis zum Schluss blieben, konnten die Spartaner den kompletten Ruhm für sich gutschreiben und das auch super geschickt ein. Herodotos zum Beispiel, der nur zwei Generationen nach der Schlacht um die Thermopylen über die Invasion der Perser schrieb, erinnerte sich an jeden Namen der 300 Spartaner, aber an keinen anderen. Also, ist schon krass. Also, es waren 200 andere und 300 Spartaner und man hat es so gut gedeichselt, dass eben es hieß, Sparta hat den Pass verteidigt. Wo war ich gerade? Die Spartaner wurden als Helden gefeiert, während die anderen ignoriert und vergessen wurden. Die Propaganda war ihr stärkster Schild und das sieht man dann auch später und ich meine, was ist besser als der Ruf der Unsterblichkeit oder der Unbesiegbarkeit? Und jetzt gehen wir auf die einzelnen Mythen ein. Geboren für den Krieg und das ist definitiv falsch. Neugeborene wurden gemustert und bei vielen Fehlern oder bei Untauglichkeit wenn die nicht zum Soldatenleben getaugt haben,
wurden sie getötet. Und das ist zum Teil ein Mythos, weil das wurde öfters gemacht. Also nicht nur in Sparta, sondern sie wurden nicht gemustert, sondern wie in vielen anderen griechischen Staaten oder später auch oft in Rom oder in Karthago nach Fehlbildung und Krankheiten untersucht bzw. getötet. Also wenn ein Kind behindert war, das hätte in der Welt nicht überlebt und wurde dementsprechend getötet oder war eine Schande für die Familie und sowas. Genau, im Alter von 6 Jahren wurden die Kinder in ein spartanisches Trainingsprogramm gesteckt und was bekannt als Agoge ist. Und mit 20 kamen sie ins Militär und mit 30 waren sie Vollbürger. So, aber man hat keine Beweise, dass die Kinder in Waffentraining kamen. Also, dass sie mit 6 schon ins Waffentraining kamen, das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlicher, dass sie mit, also wie alle anderen griechischen Staaten, eine nicht-militärische Schule hatten und Tanzen, Lesen, Schreiben und Poetry lernten. Und, genau, jetzt ist da eine fette Schlacht, ne? Gut, dann würde ich sagen, stelle ich mich mal kurz auf und dann laber ich weiter. Gut, die härtere Erziehungsarten kamen erst lange nach den Thermopylen und änderten die Schulform eher um Prestige und um den Schein der Spartaner zu wahren und nicht um irgendwie anderes Zeug. Wie zum Beispiel, um Krieger auszubilden, sondern wirklich nur um den Schein zu wahren. Gut, zu der Zeit, als die Römer Griechenland eroberten, war Sparta nur ein Schatten ihrer früheren Macht und das änderte aber nichts daran, dass sehr viele Besucher und Pilger nach Sparta kamen und sie wollten den glorreichen Weg eines Spartaners gehen. Und der fand aber nie so statt. Ah, ein Bug. Hihi. Das Land wird überschwemmt. Gut, so, also. Das zweite ist dann die Supersoldaten. Das stimmt so auch nicht. Also sie waren nicht besonders gut. Sie waren aber nicht besonders schlecht. Also sie gehörten nicht zu den Besten, aber natürlich auch nicht zu den Schlechtesten. Mit 20 gingen sie zum Militär und wurden in Waffen und Taktik ausgebildet. Und aber entgegen des Mythos waren es keine Berufssoldaten. Also sie wurden nicht vom Staat bezahlt und sie lebten nicht vom Soldatenhandwerk. Im Film 300 wird ja oft das zitiert, so ja, was bist du? Ich bin Handwerker, bla bla. Und Spartaner, was seid ihr? Wir sind Soldaten, so. Das war nicht so. Also der einzige Unterschied zwischen Spartanern und den anderen griechischen Armeen war, dass die Soldaten von den anderen Staaten, zum Beispiel Athen oder die anderen, in Friedenszeiten zu ihrer Arbeit gingen. Das heißt Steinmetze, Bauern, Handwerker, Buchbinder, Künstler, was weiß ich. Und die Spartaner stattdessen gingen zu einem Leben in Reichtum und Ruhm, also nee, nicht in Ruhm, sondern einfach in Reichtum, die hatten keine Arbeit. Sie ließen es sich einfach gut gehen, dank der Sklaven. Bei so viel Freizeit hatten die Spartaner natürlich Zeit fürs Training, aber sie machten mehr andere Sachen wie zum Beispiel singen, tanzen, schlafen, spielen, reiten, jagen und so weiter. In den Olympischen Spielen zum Beispiel waren die Spartaner nie sehr gut, außer beim Rennen, also bei Wettrennen. Da waren sie immer unter den ersten 2, 3. Sonst, also militärisch war der einzige große Unterschied die Taktik.
Gut, sie war eine Mischung aus militärisch und landwirtschaftlicher Gesellschaft. Es stimmt trotzdem, dass ihre Krieger zu den Besten gehörten, aber sie waren nicht unbesiegbar und nicht ungeschlagen. Also, dass sie zu den Besten gehörten, stimmt in dem Fall schon, aber warum ich gesagt habe vorhin, dass sie nicht unbedingt gut waren, ist, weil sie so krass auf Verbündete angewiesen waren, weil sie nur ihre schwere Infanterie hatten. Also sie hatten keine leichte Kavallerie oder leichte Infanterie. Und deswegen waren sie machtlos gegen Feinde, die ja eine leichte Infanterie hatten oder Kavallerie. Wenn sie alleine kämpfen mussten. Aber das haben sie eben fast nie gemacht. Gut. Aber so als Phalanx, als Hopliten, waren sie wirklich einer der besten Armeen. Das stimmt. So, Kriegshandwerk. Spartaner waren besser organisiert. Das stimmt. Zum Beispiel Athen. Die Armee von Athen war aufgeteilt in Strategos. Das ist so ungefähr vergleichbar mit unserem General. Und danach, also unter den Strategos, war der Taxiarchos. Der war zuständig für 1000 Männer. Und dann der, darunter war Lochagos. Der war zuständig für 100 bis 500 Männer. Das heißt, Tachyarchos hatte den Befehl über 2 bis 10 Lochagos. Genau. Und bei Sparta war es ganz anders. Sparta war Spartaner und war, ne? Genau. Ja, ich weiß, ne, ich erzähle kurz, wie es bei Sparta war und dann schauen wir uns mal die Schlacht an, die gerade voll am Dampfen ist. Genau, Sparta war ganz oben der König, ist ja klar. Danach, ja, oder darunter war der Polemarch. Der hatte den Befehl über 600 Männer. Darunter war Lochagos, wie bei den Athenern. Aber der hatte 150 Mann. Darunter war Penekostys, keine Ahnung, Entschuldigung, mit jeweils 80 Mann. Und darunter war nochmal Enomotachos mit 40 Mann. Und deswegen konnten die sehr gut Taktiken und Formationen bilden, weil sie hatte eine strenge die Spartaner hatten wie später die Römer sehr viele Unterabteilungen und deswegen konnten sie in Taktiken sehr gut in Feldschlachten sehr gut kämpfen. Gut, jetzt genug gequackelt, jetzt erstmal die Schlacht. Aber die Schlacht ist schon fast vorbei. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel mit der Kavallerie sehr früh und sehr schnell aufgeräumt. Und natürlich die Flanken angegriffen, wo er sehr viele Fernkämpfer ungeschützt hatte. Und die Fernkämpfer, die ich die Nahkampfkavallerie, die ich da bei den Fernkampfkavallerie von ihm die ganze Zeit hatte, die ist natürlich immer wieder stehen geblieben und sie ist jetzt auch gestorben hinten und deswegen, ja, also man muss immer super aufpassen, wenn man Kavallerie auf den Weg zur gegnerischen Fernkampfkavallerie schickt, weil, ja, die Einheiten sind ziemlich dumm und bleiben einfach stehen.
Und dann können die Fernkampfkavalleristen natürlich froh und munter weiter drauf schießen. Genau. So. Ja, jetzt umklammer ich die alle wieder. Und zum Glück greift er meine Fernkämpfer nicht an. Das ist ziemlich gut. Also, beziehungsweise viel zu spät. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das und so kann ich gemütlich von hinten die ganze Zeit weiter schießen. So, der macht gerade was Dummes. Ja, an sich kann ich jetzt schon weiter erzählen. Gut, sonst werden wir hier nicht fertig. So, also dadurch, dass die spartanische Armee so aufgeteilt war, konnten die Spartaner strategischer auf dem Schlachtfeld agieren und sich sehr gut auf den Gegner einstellen. Sparta marschierte bei Flötenmusik und war so trainiert, dass sie auch einfach in die Schlacht marschieren konnten. Also sie kommen an und gleich in den Kampf. Genau. Und diese Disziplin zwang sie auch ihren Verbündeten auf, was an sich ja clever ist und gut ist. Und genau, und sie trainierten mit ihnen Schlachtformation und um die Effizienz in der Koalitionsarmee zu steigern. Wegen diesem einzigartigen taktischen Vorteil gegenüber dem Feind konnten einige große Schlachten für die spartanische Koalition gewonnen werden. Es wurden auch viele Einheiten speziell ausgebildet, also Lagerbewachung, Vorratsbewachung, Speer und ja und so weiter. Und dementsprechend schickten sie, wenn Verbündete um Hilfe riefen, eher einen Berater hin als die ganze Armee. Also ja. Und das hatte aber auch einen anderen Grund. Sparta hatte eigentlich nur ein Aspekt in der Armee, und zwar die Hoplitenphalanx, das habe ich vorhin schon angesprochen. Sie hatten gute, schwere Infanterie, aber sehr wenige leichte Infanterie und Kavallerie. Das führte dazu, dass sie ohne ihre Verbündeten sehr große Schwierigkeiten hatten, gegen leichte und schnelle Armeen zu kämpfen. Das war die Achillesferse der Spartaner. Gut, wie schlugen sich die Spartaner im Kampf? Sie waren für über 150 Jahre ungeschlagen in Feldschlachten, also 550 bis 371, und das ist schon heftig. Das ist richtig heftig. Und da könnte man sagen, so ja, schau, die waren einfach gut, die waren einfach krass. Aber es war nur in den großen Schlachten, und die großen Schlachten, die sie gewonnen haben, fanden kaum statt. In dieser Zeit haben sie sehr viele kleine Schlachten, Geplänkel, Hinterhalte, Seeschlachten und andere Formen des Kampfes verloren. Die kleinen Formen des Kampfes war zu dieser Zeit eher an der Tagesordnung als die großen Schlachten, welche es zu der Zeit sehr, 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 sehr wenige gab. Also das heißt, in den 150 Jahren haben sie ich müsste raten, 10 vielleicht großen Schlachten gewonnen, aber in 3-mal, 4-mal so vielen kleinen Schlachten verloren. Aber ja, da wurde natürlich nur auf die großen Schlachten geschaut, damit die Unbesiegbarkeit der Spartaner eben weiter im Vordergrund war. Sparta kämpfte auch nie wieder bis zum Tod, wie bei den Thermopylen. Die Geschichte zeigt, dass Spartaner eher ungern zum Kampf gingen als die anderen Staaten. So haben zum Beispiel die Athener im 5. Jahrhundert vor Christus mehr Kämpfe gefochten als alle anderen griechischen Staaten. Also das liegt aber auch daran, dass Athen sehr groß war. Sparta war extrem vorsichtig mit Kämpfen. Das kann zwei Ursachen zugeschrieben werden. Und die Gefahr einer internen Revolution, und das andere war die schwindenden Zahlen der Population. Und das Ausbrechen einer Revolution war ständig eine Bedrohung der Spartiaten. Das war das Ergebnis ihrer politischen Struktur,
Sie waren, also die Spartaner war eine elitäre Klasse, die sich auf einer unterdrückten Unterklasse ausruhte, welche die Spartaner zahlenmäßig stark überlegen waren. Spartaner nutzte viele Methoden, um die Heloten zu unterdrücken und ihnen das Fürchten zu lernen. Zum Beispiel, dieses Attentat oder das Dezimieren der Sklaven, das wurde von den, also später wurde das sehr viel von den Spartanern gemacht, dass eben die angehenden Soldaten das Töten lernen. Und so wurde eben das, ja, hatten die Heloten oder beziehungsweise die Sklaven sehr große Angst. Genau, aber im Jahr 464 vor Christus brach ein Erdbeben aus, was in Sparta zu einer großen Revolution führte, welche die Spartaner für sehr lange Zeit lähmte. Sie mussten halt enorm viel Zeit aufwenden, um sich ja von diesem Schlag wieder zu erholen. Seitdem waren die Spartaner sehr vorsichtig und bedacht, wie viele Krieger sie aus dem Staat schicken konnten. Die sinkende Population der Spartaner erhöhte noch die Gefahr einer Revolution. Die sinkende Population war das Ergebnis von einer sehr verzwickten Politik, welche den Menschen das Bürgertum der Spartaner sehr schwer machte zu erreichen. Im späten 6. Jahrhundert vor Christus hatte Sparta um die 8000 Bürger, im 4. nur noch 1000. Zum Vergleich, Athen hatte in der Mitte des 5. Jahrhunderts ungefähr 60.000 Bürger. Das zwang Sparta leider auch dazu, ihre Ränge mit Nicht-Spartanern zu füllen, beziehungsweise sehr auf die Hilfe ihrer Verbündeten zu hoffen. Wieso leider? Wegen der Verbündeten. Also nicht, dass die Ränge mit Nicht-Spartanern gefüllt werden mussten, das musste zum Beispiel bei dem späten Rom auch gemacht werden, aber, also ist ja nicht schlimm, aber sie waren zu sehr abhängig von ihren Verbündeten. Nur wenn Sparta direkt bedroht war, marschierten sie in gesamter Streitmacht aus. Aber sonst war das Mythos der Spartaner ihre stärkste Verteidigung. Und jetzt, Spartas Mythos. Die Schlacht an den Thermopylen war die goldene Stunde der Spartaner und sie haben das Beste draus gemacht. So gut, dass sie davon ein ganzes Reich führen konnten. Aber am Ende waren es die kleinen Kämpfe, die Sparta den Untergang brachten. Das erkennt man am besten an der Schlacht um Leuktra, 371 vor Christus, Sparta gegen Theben. Theben besiegte Sparta und tötete 400 Spartiaten. Das war ein Drittel deren Bevölkerung. Sparta konnte sich nie wieder davon erholen und zog sich immer weiter zurück. Abgesehen davon wurden immer weiter Geschichten über glorreiche Spartaner, über die glorreichen Spartaner erzählt und immer wieder von Griechen und Römern, griechischen und römischen Autoren erneut hochgehoben und ja, bis zum heutigen Tag eigentlich. Also, das war mein Kommentar zum Mythos der Spartaner. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr konntet was lernen. Also, wie gesagt, das alles ist erst ganz neu, also die Erkenntnisse. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch Quellen und so weiter schicken. Das sind alles, also ihr müsst halt gut in Englisch sein. Das sind alles englische Bücher, historische Bücher, weil ich habe kein deutsches Buch gefunden, wo die Spartaner noch, also wo neue Erkenntnisse über die Spartaner auch gezählt werden. Aber also in den englischsprachigen geht es schon besser. Also da sind die neuesten Erkenntnisse auch besser belegt. Gut, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.